Minecraft, willkommen zum nächsten Folge von Sky Factory 256. Ja, ich habe jetzt 2 Tage mal nichts gemacht und wie ihr seht, ist da ringsrum schon einiges entstanden. Fast jeder hat sich schon eine Mob-Farm gebaut. Oder ja, mir ist einfach ziemlich viel entstanden. Mein Kollege hier nebendran hat einen Haufen Lava-Zeugs. Da unten sind Pistons oder so. Ne, Öfen sind das. Das führt ein bisschen zu Lags. Ich hoffe mal, dass es nicht zu sehr ist. Außerdem habe ich gerade unsere ganze unser ganzes Zeug hier mal durchgehauen. Unsere Erde, die wir hatten, die 1,5 Stacks. Und wir haben 1 Stack Steine, kriegt man raus. Fast 2, ja, 1,5 Stacks. Außerdem haben wir hier Seeds, Pumpkin Seeds, Potato Seeds, sehr geil. Rubber Tree, machen wir mal dahin. Und Akazie, Melonsamen, Gras, Zucker und Karotten. Ja, sehr geil. Moment, ich wollte kurz das Cobblestone machen, weil wir müssen uns dann auch demnächst mal einen Cobblestone Generator bauen. So. Das reicht nicht mehr. Aber wie gesagt, wir haben fast 1,5 Stacks Cobblestone. Das ist schon sehr nice. Und dann können wir nämlich auch ein bisschen nach hinten gehen. Ah, warte, wir brauchen einen Ofen. Dann machen wir mal 2. Dann brauchen wir ein Crucible. Man kann mal gucken. Unfire Crucible. Clay. Kriegt man den? Ein Dust. Das kriegt man aus Sand. Hier kriegt man Sand. Ich glaube, das war einfach dieses andere Ding. Dann bauen wir uns noch einen Hammer. Wir machen uns gleich mal einen Steinhammer. So. Hammer. So, das haben wir. Der kommt, glaube ich, hier rein. Und dann haben wir... Boah, jetzt dachte ich, der ist runtergefallen. Dann haben wir einen Clay. Was ist denn hier los? Muss ich denn auch wieder? Ach, den muss ich abbauen. Stimmt. 4 Clay. Und dann, wie kriegt man das hier? Dann brauchen wir Bone Meal. Und Bone Meal haben wir keins. Haha, Shadow TS ist vom Creeper explodiert. Bone Meal kriegt man, wenn wir das durch den Sieb hauen. Dann müssen wir das auch noch machen. Weil ich habe gerade keine Lust, da eine Monsterfalle zu bauen. Und es leckt, glaube ich, schon wieder. Mann. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, dann müssen wir den Sand noch mal verkloppen. Wir brauchen den Crucible, dass wir uns Lava machen können. Sonst bringt uns der Lava-Generator nämlich gar nichts. Hä? Warum ist der Sand jetzt einfach so geploppt? So. Dann hauen wir den mal schnell durch den Sieb. Es leckt einfach. Ich weiß nicht warum. Oder ich krieg da wirklich so wenig Zeug raus. Yeah, erstes Redstone. Ich hoffe, ich kriege auch ein bisschen Bone Meal.
Weil das ist eigentlich das, was wir brauchen. Oh, und ich depp. Warum habe ich eigentlich keine unendliche Wasserquelle gemacht? Jetzt müssen wir wieder auf den Regen warten. So. Wie viel kriegt man da raus? Drei. Dann müssen wir noch ein paar Sachen machen hier. Ja, wir gucken jetzt, dass wir diese Folge den Crucible hinkriegen. Das sollte eigentlich durchaus möglich sein. Hoffe ich doch. Ach Mann. Gibt es nicht, was es hier für Lecks verursacht. Ich glaube, das liegt alles da drüben an der Lava. Das nervt. Also da werde ich wohl mal hier vorsprechen müssen. So, dann müssen wir den Dust ins Wasserfass machen. Aber das ist doof. Können wir uns nicht einen Bucket machen? Ein Bucket kostet Eisen. Fire Clay Bucket. Ah. Clay? Clay? Ich habe nur noch einen Clay. Verdammt. Fünf. Warte mal, wir brauchen dafür 8, 7. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Dann hauen wir hier den Dust voll durch, weil dann kriegt man genug Zeug raus, um uns den Crucible zu machen. Dann können wir da nämlich schon Lava erzeugen. Das ist sehr geil. Das ist ja geil. Ich hoffe, es kommt genug Bone Meal hier raus. Du. Ich brauche noch 4 Bäume. 2! Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich. Ja, ich brauche noch 2 Bäume. Also es war recht cool, dass ich gleich am Anfang so viel Stein gemacht habe. Also dass ich die Erde letztes Mal schon noch gemacht habe. Das habe ich, glaube ich, nach der Folge so wirklich gemacht. Ich weiß, eigentlich wollte ich das ja nicht, aber nicht viel. Aber überlegt mal, ich hätte da die ganze Zeit das Laub abbauen müssen. Also ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße, ich glaube, da ist eins runtergefallen. Och, Menno. Was ist denn hier heute los? Ja, bisher sehe ich hier noch nicht. Doch da drüben hat einer probiert, schön zu bauen, glaube ich. Bin mal gespannt, wie das sich hier entwickeln wird. Ihr kennt von mir, ich baue schön. Ja, ich habe auch schon so ein bisschen was im Kopf, was ich bauen möchte. Bin gespannt, ob ich das dann irgendwann hinkriege. Also eine Idee habe ich schon. Ich hoffe auch, dass der Platz reicht. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Crucible hinkriegen. Ein Eisen haben wir schon, jawohl. Oder ist das Aluminium?
Ja, drei Bohnen. So, gut, wir können uns den Crucible machen. Bam, bam, bam. Wo stellen wir denn jetzt den Ofen hin? Glaube, ich stelle die mal dahin. Das da rein und ich verfeuere mal die Sticks. Ich hoffe mal, die reichen. Ich muss mal noch einen Zaun verbrennen. Nee, das reicht. Jawohl, Crucible. Dann haben wir hier den Torch. Haha. Und den müssen wir jetzt füllen mit. Ich sehe gar nicht, ob der voll ist. Das ist ein bisschen doof. Was mache ich denn? Ich wollte eigentlich da hoch jetzt. Da haben wir noch eine Slab. Wie ging denn nochmal das, dass man das da anzeigen bekommt? Options, glaube ich, Inventory. Das hier, glaube ich. Ja. Nee, das war's nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Nicht mal, wie das geht. Ich vergesse sowas immer so schnell. Ach, was soll denn das? Hey, ey, ich werde da gleich mal. Ich werde auf jeden Fall gleich mal hier mit Lava. Ich habe da zu viel Lava rein, ha? Aber ich muss auch noch mal. Ach, ich habe kein Wasser mehr. Guckt euch das mal an. Das sind Lags, die braucht man doch nicht. Ich brauche eigentlich Clay. Es laggt einfach. Lass mich mal kurz rechnen. So. Ja, mach das einfach mal. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Wir könnten uns noch eine Plattform bauen. Ein bisschen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Weil ich will eigentlich, für einen Cobblestone-Generator müssen wir uns Erde nehmen. Müssen wir Cobblestone nehmen.
glaube, ich mache noch mal ein bisschen Slabs. Scheiße. Ich habe ja gar keinen Spitzhack. Keinen Spitzhack haben wir da. Ich könnte aber gleich mal gucken, was ich schon bauen kann. Ich habe die Spitzhacke schon seit 1 Million Jahren und dann kommt, Achievement. Lass mich gerade mal überlegen. Wir müssen noch eins breiter gehen. Und dann müssen wir sogar noch mal Cobblestone herstellen. Oder wir haben Lava. Ne, wir brennen mal kurz den Stein. Ich glaube, wir kriegen es auch ohne hin. Wir kriegen das hin. Die Lava schon fertig? Ja. Wir werden gleich mal noch ein bisschen Laub machen. Also jetzt. Laub machen. Hört sich ja auch interessant an. Wir machen mal ein bisschen Laub, Alter. Um uns damit Erde zu machen. So, weil wir müssen einmal die Lava abgrenzen. Und dann noch die Erde, die das Wasser. Hier muss das Wasser dann nach unten fließen. Und was da hinten passiert, das ist uns eigentlich im Moment egal. Zum Beispiel können wir da eigentlich auch ein bisschen Holz verwenden. Das darf halt bloß nicht zu nah an der Lava sein. Ach nee, und da hat sich wieder so ein Laubding festgebackt. Ich muss neu connecten. Also den Crucible haben wir. Wir haben die Lava. Und wir haben auch. So. Ich hätte gern noch einen Erde gemacht. Nein. So, jetzt habe ich extra noch mal Erde gemacht, damit ich noch ein paar Steinchen kriege. Na, ist ja egal. So, auf jeden Fall haben wir da Lava. Und zwei Steine kriegen wir noch. Aber das passt eigentlich. Was wollte ich denn jetzt machen? Wir könnten auch mal, warte mal, wir könnten hier sagen, wir machen hier mal ein bisschen Kohle.
So, Charcoal. So, dann haben wir 16 Kohle. Und hier können wir gleich nochmal Stone Slabs machen. Dann passt das auch. Dann sind wir nämlich damit schon durch. Also wir haben alle Vorbereitungen für den Cobblestone-Generator haben wir dann schon. So. Ja. Hier kommt die Lava hin, da kommt das Wasser hin. Der hier muss natürlich hier weg. Den kloppen wir mal so weg. Und fällt runter. Ist ja toll. So. Das ist alles schon mal soweit vorbereitet. Wir müssen jetzt darauf warten, dass es bald regnet, hoffe ich, dass ich hier mal wieder Wasser kriege. Das war nämlich ein bisschen ungeschickt. Und mit dem Wasser können wir dann, müssen wir unbedingt dran denken, dass wir uns eine unendliche Wasserquelle machen. Können wir eigentlich auch schon mal kurz noch vorbereiten. 3, 3. Brauchen wir noch mal welche? Nein. Immer eins zu wenig. So, da kommt die unendliche Wasserquelle rein dann. Geht gar nicht, weil wir sind zu. Wir müssen noch eins höher. Warum fällt es jetzt runter? Letztes Mal ist nichts runtergefallen. So, weil wir sind ja hier eins zu tief. Wir sind ja nur einen halben Block tief. Schön, schön. Also. Warte mal. Warte mal. Wir haben zwei Eisen. Von was habe ich das Eisen gekriegt? Wie kriege ich das nochmal? Das durchhauen, aber wir haben keinen Cobblestone mehr. Dü dü dü. Hallo. 16 Kohle. Guck mal an. Vier Fackeln. Ne, 16 Fackeln. Das ist doch schon mal nice. So, haben wir ja schon mal ein bisschen Licht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns hoffentlich hier Wasser drin haben und dann den Eimer machen können. Wir brauchen nämlich nochmal Clay. Ne, ich warte mal, ich stell mal noch ein paar Fässer auf. Stell noch ein paar Fässer auf, dann kriegt man nämlich auf jeden Fall noch Wasser. Kann ich das auch so abbauen? Jawohl. Gut, so, jetzt aber. Also, hoffentlich regnet es bald. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Sky Factory Mega Projekt. So hat es unter anderem Dings da genannt, NYM. Und ja, bis dahin, vielen Dank. Ciao, Minecraft.